Jo, da sind wir wieder bei Final Fantasy X. Beim letzten Mal haben wir die Donnersteppe durchquert, sind nun hier in diesem Macadamia, was auch immer, Wald. Natürlich ist meine Heilerin jetzt erstmal direkt versteinert zu Beginn des Kampfes. That's just perfect. So, hauen wir erstmal dich da schnell um. Ach, lass mich raten, du hast eine Wasserimmunität? Natürlich hast du eine Wasserimmunität. Okay, anderer Plan. Ich hau erstmal das Vieh da hinten erstmal weg. Irgendwie werde ich, glaube ich, das Wasserschwert gleich erstmal wieder an... Wie hast du es geschafft, einen versteinerten Gegner nicht zu treffen? Respekt dafür. Mal ganz ehrlich. Oh, er hat sie mir kaputt gemacht. Kann ich sie wiederbeleben? Nö. Yuna ist kaputt. Das ist echt nicht gut. Yuna ist kaputt gegangen. Okay, ist einfach nur dann für den Kampf nicht mehr verfügbar. Ach ja, Moment. Waffe auswechseln. Für die eine Ebene war das Bruderherzschwert ja doch sehr schön, aber mittlerweile wieder, nee. So, könnte ich irgendwas hiervon gebrauchen? Feuer oder Eis? Hatte ich nicht sogar irgendwie ein Schwert mit Feuer und Eis? Könnte ich Feuer gebrauchen? Ich weiß nicht. Stummschlag oder Wissensdurst? Ja komm, nur das Wissensdurst-Schwert erstmal wieder. Ein Vogel? Mit einer Armharfe? A butterfly with rainbow wings will lead the way to secret things. Schmetterlingsjagd im Makalania-Wald. Wenn man den vielfarbigen Schmetterlingen berührt, erscheinen viele rote und blaue Schmetterlinge. Die roten Schmetterlinge rufen bei Berührung starke Monster herbei. Doch 7 blaue Schmetterlinge. Nach einer bestimmten Zeit verschwinden die Schmetterlinge. Es gilt also, den roten auszuweichen und die blauen zu fangen. Okay. Ja, wenn ich mal was sehen würde. Ich glaube, ich hätte die Map nicht wechseln dürfen. Naja, auch jetzt nicht schlimm. Schauen wir mal weiter. Nee, hier sind keine Schmetterlinge. Ach ja. Mein Lieblingsmonster, ne? Einfach mal instant einen Gegner versteinern und dann direkt, dann kommt der nächste und will mich dann töten. So, gegen was ist dieses Monster einfällig? Gegen Eis. Moment, dann machen wir es mal direkt. Ich hole Lulu raus und töte es. Ganz schnell. Reicht Eis? Relativ unwirksam. Ja, dann haue ich auch Eis-Ra raus. So. Holen wir mal Auron raus für das dicke Viech dort. Und Kimari darf auch noch mit draufhauen. Und für das andere reicht, glaube ich, Eis aus. Das ist, glaube ich, nicht immun gegen oder nicht so resistent gegen die, ja, King Ice Magie oder gegen Magie allgemein. Wer hat da gerade bitte schon 6 Punkte? Kimari. Wow, und Yuna hat 5. Ich sollte vielleicht nachher wieder mal ein bisschen verteilen. Die haben teilweise echt wieder eine Menge Punkte.
Ah, Moment, da ist eine Truhe. Allheilmittel. Bist du ein blauer Schmetterling? Ach, das Team schon wieder. Ich glaube, ich gebe allen wieder hier den Steinschutz. Das ist sonst echt nur noch ärgerlich. Was hier so passiert. So, ich denke mal, Tidus wird diese Echse da wohl kaputt bekommen. Nein, wird er nicht. Waka. Hau einfach drauf. So, einmal hier drauf. Dann darf Riku hier nochmal ein bisschen klauen. High Potion. Ja, das kann man immer gut gebrauchen. Au! Don't do that cheat. Reicht das? Nein, es reicht nicht. Okay. Riku wieder raus. Ja, Eis. Ich hätte wahrscheinlich sogar normal angreifen. Na, wobei, da hätte es wahrscheinlich nicht getroffen. Würde ich ja mal drauf wetten. So. Jetzt ging erstmal wieder alle in den Steinschutz. Das ist sonst echt eklig gegen diese Viecher. Ich hoffe, ich habe doch für jeden Steinschutz. Hier war das irgendwo, ne? Wunderschutz? Wanderschutz? Ich habe keinen Steinschutz. Nicht für dich zumindest. Und auch nicht für dich. Habe ich dich verkauft? Nee. Einen Steinwall. Da, Steinschutz. Immerhin einer. Jetzt immerhin zwei. Ja, du hast sowieso nichts. Hey, ich habe immerhin zwei Leute mit einem Steinschutz. Ist ja besser als gar keiner. Yuna und Tidus. Sollte ich die beiden vielleicht auch öfters ins Team nehmen? Hey, danke, es ging daneben. Muss ich da jetzt keine Runde verschwenden mit. Aber ich kann erstmal dich angreifen. Wobei, Moment. Bevor der mich hier noch angreift, machen wir den schnell erstmal kaputt. Und bevor der da oben noch irgendwas macht, machen wir ihn schnell auch kaputt. So. Da nochmal fix Riku rein für einmal klauen. Hypellomedizin. Okay. Ich habe komische Sachen gefunden. Ob das auch wirklich was richtige Medizin ist oder einfach nur so ein Item zum Lernen wieder nur. Sieht mir mehr dann wahrscheinlich nach einem Item zum Lernen. Verwendungszweck ist unbekannt. Ach, Moment mal, ich habe hier teilweise... Nee, das sind... Achso, das sind Sachen, die man werfen kann. Er teilt Protess. Ah. Und Shell. Okay. So, Waka nochmal heilen. Und weiter geht's. Da lang. Ach, das große Vieh schon wieder. Na, hallo. Dann fangen wir am besten direkt erstmal mit Waka an und lassen dich mal verstummen. So, lassen erstmal jeden einmal draufhauen. Lassen Riku einmal klauen. Den Polarwind. Lassen Tidus einmal draufhauen.
Hast ja jetzt keine Wasserwaffe mehr. Lassen Yuna einmal reinkommen zum Verteidigen. Autsch. Lassen Lulu nochmal reinkommen zum Zaubern. Was für, gegen was hast du anfällig? Boah, Blitz. Oh, Blitzra. Da was haben wir noch gar. Ja gut, wir haben es von den Gegnern oft genug gesehen, aber von uns selbst noch gar nicht. Dann lass Auron jetzt hier weiterkämpfen. So bekommen wir wenigstens alle mal ein bisschen Erfahrung. Nassau? Wie kannst du das einsetzen? Okay, es gehört anscheinend nicht zur Magie, sondern ist eine normale Fähigkeit. Na dann. Komm, Wacker, hau's um. Das wirst du ja wohl schaffen. Ich denke mal, das war ein Crit, deswegen hast du es geschafft. Ansonsten wäre es knapp gewesen. Und Abilities für Ruinen. Sehr gut. Ach, ich habe keine MP mehr. Ups. Ja. Das war gut verschwendet. Ich dachte, das wäre Yuna. Ich habe nicht auf den Namen geachtet, sondern einfach nur, dass da irgendwas weiß war. Hä? Was? Ach, da sind die Schmetterlinge. Ja, wie gesagt. Das lasse ich jetzt einfach mal. Wahrscheinlich war das verschwendet, weil wir jetzt schon angekommen sind, oder? Jetzt habe ich meine zwei Äther verschwendet. Ja, natürlich habe ich das. Gut, aber da wir jetzt gerade hier sind... Das hast du erstmal noch kurz. Jeder hat davon gehört. Präventivschlag. War das nicht das, dass ich immer einen Präventivschlag habe dadurch? Das wäre sehr praktisch. Blindschlag, Kälteschlag. Die Waffe habe ich schon. Kälte- und Nässeschutz. Ich könnte das ja mal ausprobieren. Ich habe ja eh noch genug Geld. Halsabschneider. So, dann werden wir jetzt aber den Rest des Partys mal damit verwenden, hier wieder auf dem Sphärobrett ein bisschen rumzuspielen. Jetzt muss ich jetzt mal wieder gucken. Wohin bewege ich mich denn? Na gut, ich habe eh nur einen Weg nach unten hin. Von daher. Jetzt mal dahin. So, einmal das. Ich kann unten, glaube ich, eine neue Ability lernen, oder? Was haben wir denn da? Gemach. Oh. Schick. Kann den Gegner langsamer machen. So, einmal dahin. Dann schnell mal das lernen. Und dann... Ja, direkt wieder dahin. Für mehr Magie. Und mehr Kraft. Oder mehr KP, besser gesagt. So, du hast 6 Punkte, mein Lieber. Ich könnte die Sachen eigentlich da unten ja... Gut, ich wollte sowieso da unten eben mal fix alles lernen. Na komm. Na komm. Dann lernst du halt noch ein bisschen mit Magie. Bringt dir zwar nichts, aber... Vielleicht habe ich ja irgendwann mal Force Auron, den Hardcore-Magier zu machen. Natürlich. So, und dann dahin und darüber. Und dann nochmal ein bisschen Zauberabwehr. Das wäre da unten auch jetzt. Okay. So, Riku, du hast 5 Punkte. Die kannst du aber auch gut gebrauchen. Dann gehen wir erst einmal dahin. Und geben dir mal erstmal mehr KP. Das ist schon mal ganz schön. Mehr Treffer. Ability? Achso, das da unten ist eine Ability gewesen. Fortuna. Okay. Und dann hier nochmal ein bisschen mehr Geschick. Und mehr Wunder. Zauberabwehr. Nein, nicht ins Menü. 7 Punkte. Meine Güte. Moment, wo kannst du überhaupt hin? Nach unten. Okay. Erstmal dahin. Ja, da hat man mal ein Gebiet lang keine Punkte verteilt und dann sammeln die sich aber auch echt nur an. Aber gut, habe ich nichts gegen. Ich kann hier gerade eine Menge wieder lernen. So, dann da einmal.
Was ist denn das Sternchen da? Huch. Glück. Ah. Okay, wo geht sie denn dann lang? Hier lang? Da kann sie nicht rein. Dann in dieses Feld rein. Okay. Na gut, Lulu, du hast 5 Punkte. Du musst in die Richtung. Moment. Ja, gut, eigentlich kann ich auch direkt noch ein Feld weitergehen, fällt mir gerade auf. Kann ich direkt auch alles gleichzeitig aktivieren. So, das noch. Und... Achso, seine Ability. Ahnen. Ich muss gleich wieder mal schauen, was die hier wieder für Zeugs gelernt haben. Und nochmal ein bisschen MP. Chimera hat auch 8 Punkte. Hola. So, schauen wir mal kurz. Nach oben. Könntest du zu Tidus. Aber ich möchte gerne erstmal alles andere hier auf den Routen beibringen. Von daher. Ich könnte sogar bis da hinten hin direkt gehen. Ich glaube, das mache ich und arbeite dann quasi wieder rückwärts. Und hole mir dann die ganzen Sachen. So, ich kann jetzt nämlich mit dem einen Punkt eigentlich direkt sogar hier hingehen und da die drei Sachen aktivieren. Boah. Keine Ahnung, ob das andersrum viel besser gewesen wäre und ich dadurch jetzt die Dinger verschwendet habe, aber es hat geklappt. So, er hat jetzt neue Abilities. Du hast Gemach. Mach den Gegner langsamer, jo. Du hast nichts Neues. Du hast nichts Neues. Du hast Fortuna. Steigert Glück. Das ist schon mal ganz gut. Wenn ich noch nicht genau weiß, wofür Glück da ist, könnt ihr mir mal ja sagen. Ah, steigert Reflex. Das ist... Kann mir nochmal jemand einfach ganz kurz zusammenfassen, was genau wofür da ist. Einfach mal... Also gut, ich werde wahrscheinlich wieder mehrere Antworten in den Kommentaren bekommen. Einfach nur ganz kurz. Angriff ist... Ja gut, Angriff ist halt für Angriff. Zauberabwehr halt für Zauber und die Ab... Aber einfach mal bitte für alles einmal kurz hinschreiben, damit ich jetzt ganz genau weiß, was wofür da ist. Damit ich mir das endlich mal merken kann. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.